Hi, guten Abend, ihr lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, Daniel Schons, auf der Suche nach neuen Abenteuern. Hier ist euer Justus König, bekannt als Daniel Schons, der Abenteurer, der Captain America. Der Justus König, der Abenteurer, der YouTuber aus Würzburg. Ich bin heute gerade abends unterwegs in Ortschaften und entdecke hier einen neuen Eisautomat oder sowas ähnliches. Hier in den Ort, wunderschönen Weinort, Heilheim bei Würzburg, da ist so ein Automaten. Ein Eisautomat. Ja. Na, ja, schauen wir mal. Neben der so eine Easy-Station. Was, Spiker? Oh, da wird gerade was geladen. Was, ist offen oder? Ja, das. Okay, da ist Abfall drin. Aber da kann man sein Elektroauto oder sein Fahrrad laden. Und so funktioniert das. Das ist gerade geladen. Und das? Das ist auch schon leer. Und da steht der King Alex bei mir. Bin gerade unterwegs. Und der deckt halt hier das da. Und da kann man mit Geldscheine bezahlen. 5er, 10er, 20er. Und dann hier aussuchen. Hier. Da gibt's alles. Hier gibt's 47. Fruchteis, Veganeis für Veganer, da kann man es auch anschauen. Schließen. Und das da? Auch schließen. Ausverkauft. Ja, jetzt halt, da kann man es sich angucken. Also aus. Schließen. Schließen. Da kann man so sehen, wie das ausschaut. Schließen. Ja, und so weiter. Milch. Vanille. Schelle drin, aber was ist da? Ja, das ist alles heute. Also Milch, Eis, Milch, Eis in verschiedenen Geschmacksrichtungen von Vollmilchbasis. Fruchteis, Fruchteissorten mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Veganeis, Veganeis mit heimischer Lupinenbasis. Und das sind mal die Bilder. Das ist immer drin, was hier drin, ist dann. Und die Preise. 3,50. Hier 3,50 ist so ein Milcheis das billigste, bis das teuerste 7,50. Und hier von einem Fruchteis 3,50 billigste, teuerste 7,50. Und Veganeis Glas 7,50 das teuerste und das billigste. Veganeis sind zwei Sorten und hier sind auch viele ausverkauft. Da bei Fruchteis sind drei Sorten ausverkauft. Bei Milcheis eine Sorte ausverkauft. Und das ist der Eisautomat hier. Das ist halt wahrscheinlich diese kleinen Becher sind die 3,50er und die großen Becher 7,50er. 7,50. Also wenn ihr Eis braucht, unser Kaffa, unser Eis, natürliches selbstgemacht. Handwerklich hergestellt. Eis aus Würzburg. 100% natürlich, kein künstliches Zusätze. Also wenn ihr hier Eis braucht, Lust auf mehr Eissorten, besuchen Sie unser Eiscafé in der Hofstraße 18 in Würzburg. Nach dem Klick drücken. Gut. Fragen, Hilfe oder Anregungen schreiben Sie uns einfach WhatsApp. Vor dem Verzehr 5 bis 10 Minuten auftauen lassen für den optimalen Geschmack. Löffel im Deckel. Alles dabei. Terminal bereit. Backungszahlen. Produkt wählen. Karte vorhalten. Ware an dem, also kannst du auch Bargeld bezahlen. Bargeld, Kasse. Hier gibt es richtiges gutes Eis. Handwerkliches, hergestellt in Würzburg. 100% natürlich, keine künstlichen Zusätze. Mindestens 50% Fruchtanteil. Frische Vollmilch aus der Region. Gut, sehr gut. Also Zufall entdeckt. Was man hier hört, ist ja was. Und wo ihr den Eisautomat findet,
Ja, mit dem Ort. Wo das war, eine Bushaltestelle ist oder Mitfahrerbank. Ja. Altenberg. Altenberg. Schützweg. Keine Ahnung. Helfers am Bach. An der Hauptstraße am Bach. Ich denke, Endstation Bushaltestelle. Naja, wo die vor die Straße teilt Richtung Westheim und Biberit. Da fahre ich jetzt noch ein bisschen zum Mainfrankenpark oder so, dann noch raus aus rum. Danach vielleicht nach Hause Würzburg. Und das war's dann. Ah, Zufall entdeckt, war interessant. Schön ausatmet. Gibt's einen Daumen hoch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, guten Nächtle, bis dann. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, liken und tut meinen YouTube-Kanal abonnieren. Ja, dann schon auf der Suche nach neuen Abenteuern. Mein Name ist Justus König. Und auf TikTok besuchen, Justus der Andere. Oder, nee, TikTok, ja, Justus der Andere 13. Oder Instagram, Indiana Jones der Andere 13. Nee, Indiana Jones der, auf das, der Andere. Also ich wiederhole auf Instagram, Indiana Jones der Andere. Oder alle Informationen zu meinen sozialen Netzwerken, Profile, TikTok, Instagram, YouTube findet ihr auf dieses YouTube-Beschreibung, Video. Sorry. Also diese alle Informationen zu meinen sozialen Netzwerken, TikTok, Instagram, YouTube-Profile, findet ihr auf diese YouTube-Video, auf der Informationen, Beschreibung, runter scrollen, da steht Link plus Name. So, fertig. Ja, wir haben jetzt abends, also ich kann mal so. Aber es ist ein cooler Automat. Zurzeit gibt es viele Automaten, wenn man unterwegs ist. Pizza-Automat, Schlecking Alex. Und dann wieder weiterfahren. Eine Runde fahren. Eine Runde in den Landkreis Würzburg fahren. Würzburg nach Würzburg. Hab vorhin einfach nur mal musste eine Runde zu fahren gehabt. Adams und hat mich wirklich von Würzburg nach Sacker. War ein Sprinterfahrer in der 70er-Zone, wo sie gerne blitzen oder mit dem Radar stehen. Hinter versteckt er schon. War so ein Sprinterfahrer mit so einem, der irgendwie höher geht. So eine Art Sprinter, so einen kleinen LKW, wie es heißt, keine Ahnung. Also so ein halber Sprinter, mit so einer Plane, die höher geht. Da ist er hinten drauf, voll drauf gefahren und hat Licht hochgegeben. Und nach dem Teufelskeller, vor dem das Aufrufbezeichnis, da beim Teufelskeller schon, hat er mich einfach überholt. Und vorher dann noch dich drauf kam, Licht hochgegeben und dann überholt. Ja, ich war dann 70, wenn da vorne bei diesen, die Polizei steht wieder oder Radar ist, oder Blitzer. Nee. Aber jedenfalls sage ich goodbye to you. Ende Aufnahme. Und ich hoffe, nächste Woche wird schön. Dann da habe ich Urlaub. Und vergessen Sie nicht, am Sonntag ist das große Oldtimer-Treffen in Gemünden an der Rhein-Flüsse-Stadt. Wenn das soll eigentlich schuld sein. Nach App 27 Grad habe ich euch heute nachgeguckt. 27 Grad, also das ist Game Over. Overnight. Das ist Overnight. Ciao, goodbye to you. Ganz bald wieder. Ende der Aufnahme. Hallo, wir sind George, Julian, Dick und Anne. Und zusammen mit Timmy, dem Hund, sind wir die fünf Freunde. Wir sind selbstbewusst, aber niemals überheblich. Denken unterschiedlich und doch irgendwie ganz ähnlich. Und doch manchmal schief, wir gehen trotzdem geradeaus. Hör auf dein Herz und folge deinem Bauch. Manchmal läuft alles nur blau, manchmal nicht. Wir laufen trotzdem weiter mit dem Lächeln im Gesicht. Wenn wir fallen, was sonst, spielt das Leben neben. Wir stehen wieder auf. Manchmal geht es steil nach unten, manchmal bergauf. Fünf Freunde geben niemals auf. Fünf Freunde.
Fünf Freunde.